Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar werde ich heute einmal das Spiel Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart auswärts in der Mercedes-Benz Arena ganz kurz und prägnant einmal analysieren. Wie hat Korkut sich eingelebt? Wie sieht die Taktik von Korkut aus? Und wie haben die einzelnen Spieler gespielt? Doch bevor ich damit beginne, möchte ich sagen, abonniert ganz gerne den Kanal. Wie ihr hier seht, gibt es immer noch viele Zuschauer, die zwar täglich meine Videos schauen, aber noch nicht abonniert haben. Das heißt, abonniert gerne den Kanal und liked gerne dieses Video, sollte es euch gefallen haben. Aber ich würde sagen, fangen wir sofort an mit der Analyse des Spiels VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. So, was kann man erstmal sagen? Es ist ein 2:2 geworden. Am Ende haben wir einen Punkt mehr. Es bringt uns zwar in der Tabelle nicht sonderlich viel. Nichtsdestotrotz haben wir gegen den direkten Konkurrenten nicht verloren, haben zwei Tore erzielt und können wieder leichte Ansätze erkennen. Wie gehen wir das Spiel chronologisch durch? Wir sind in einer anderen Formation gestartet, und zwar im 4-4-2. Mit Maolida, der mal wieder gestartet ist, sowie Jovetic und Belfodil im Sturm. Rechts ist Richter gestartet. In der Mitte mussten wir leider die Ausfälle von Suat Serdar und auch von Lucas Tyzak kompensieren. Dort sind Vladi und Santi gestartet und dann in der Verteidigung ist erneut Jean Tonaria gestartet. Und ja, ich würde jetzt erstmal anfangen. Ja, man muss erstmal sagen, man kann das Spiel so ein bisschen differenzieren in unterschiedliche Phasen. Zuerst die Phase, wo wir zwei Gegentore bekommen haben. Dort haben wir gesehen, dass das kein Bundesliga-Niveau war. Die Verteidigung war schlecht. Wir sehen eine richtig komplizierte Staffelung, die wirklich nicht gut war. Die Ketten haben sich viel zu falsch verschoben und man hat dann sehr relativ früh zwei Gegentore, wurde man relativ früh für die schlechte Defensivarbeit bestraft. Man hat aber dann auch langsam Ansätze nach vorne gezeigt, weil nach dem 2:0 hat Stuttgart aufgehört, Fußball zu spielen. Einfach aufgehört. Isak Belfodil. Das war ein super, super Tor, was Isak Belfodil da geschossen hat. Leider aber abseits, na, ob man das wirklich als abseits durchgehen lassen kann, schwierig. Ich lasse es jetzt einfach mal so durchgehen und Isak Belfodil war auch, finde ich, heute ein sehr guter Mann auf dem Platz. Präsent als Stürmer, genauso wie Jovetic, präsent. Haben eine Anspielstation gebildet. Unter dem Spiel von Pal Dardai hatten wir in der Zentrale, vor allem vorne in der Zentrale, keine Anspielstation. Das war heute komplett anders. Isak Belfodil, Jovetic, die bildeten die Anspielstation und wir konnten über die Außen und auch natürlich über die Zentrale viel besser angreifen und hatten ein solideres Offensivspiel. Und das hat sich dann im Spiel auch bemerkt gemacht. Das Aufbäumen dennoch, was man dann so nach 20 Minuten gemerkt hat, war halt auch nur deswegen, weil Stuttgart das Fußballstellen eingespielt hat. Und ja, und unter Pal Dardai lagen wir sehr oft mal mit 2:0 zurück. Aber unter Pal Dardai sind wir selten zurückgekehrt. Da bleibt mir ein Bayern-Spiel in Erinnerung, aber sonst sind wir kaum zurückgekehrt. Im Rückstand haben wir es unter Taifun Korkut geschafft, spielerische Lösungen zu finden und einen gewissen Druck zu erzeugen, um die Mannschaft natürlich auch, ja, um die Mannschaft auch ein bisschen zu motivieren. Das war ein Dings. Unsere Defensivaktionen wurden dann vor allem in der zweiten Halbzeit von Santiago Ascasiba richtig gut geführt. Der hat unsere ganzen Defensive getragen und war einer der zentralen Faktoren am Ende. Und was hat man denn? Dann hatten wir den 2:2 Ausgleich gemacht und 2:2 bei diesem Spiel von Jovetic, auch das schon das 1:2, war ein schön herausgespielter Treffer. Und das zeigt, was möglich ist, wenn die Mannschaft zusammenspielt, zusammen als Team. Und das hat man im Laufe der zweiten Halbzeit irgendwie ein bisschen wieder gesehen. Und das waren die Ansätze, die ich zuletzt unter Pal Dardai vermisst hatte. Und ja, so ist dann das Spiel geendet mit 2:2. Gute Ansätze waren da. Es ist natürlich nicht perfekt. Individuelle Fehler en masse und natürlich auch die Ballbesitzphasen. Teilweise hatte Stuttgart 20 Minuten lang den Ball, wo wir kaum irgendwie versucht haben, den Gegner anzugreifen. Da waren manchmal so Sachen dabei, wo man halt wirklich kritisieren muss. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, haben wir grundlegend eine optimale Leistung abgegeben. Gerade nach dem Trainerwechsel 15 Schüsse aufs Tor. Das ist ein Topwert dafür, dass man normalerweise erst in den letzten Spielen maximal 10 Schüsse abgegeben hat. Darüber hinaus eine Laufleistung von 117 Kilometer, mehr als Stuttgart. Nichtsdestotrotz auch eine Passquote von 80%, auch mehr als in den letzten Spielen. Und ganz wichtig, eine Zweikampfquote von 51%, die den Einsatz unserer Mannschaft repräsentiert. Und ja, so kann man sagen, haben wir am Ende verdient, das 2:2 gemacht. Unser, ein bisschen auch das Umschaltspiel, was so Taifun Korkut aufgezogen hat, hat funktioniert und so, ja, ist das 2:2 gefallen. Und es gibt noch einige lustige Geschichten, die ich noch dazu erzählen kann. Und zwar, Jean Tonaria wurde ausgewechselt und zwar das Ingame-Coaching von Taifun Korkut. Zum Beispiel sagt ja auch schon Jean Tonaria noch einmal unten und dann bist du raus. Das sagt ja, nachdem Stuttgart das vermeintliche 3:1 erzielt hat. Und Korkut zog das durch. Und in der 72. Minute musste dann Tonaria wirklich auswechseln, nachdem er ein paar schwache Zehen hatte. Und Korkut, Ingame-Coaching, präsent, aktiv und wirklich was verändert am Spiel. Und das muss ich sagen. Korkut kann ich in diesem Spiel nur loben,
Außer, dass die Mannschaft am Anfang nicht so ganz eingestellt hat, war es wirklich vollkommen in Ordnung. Zusammenfassend würde ich sagen, gutes Spiel. Und ich muss hier noch eine Person nennen, und zwar Stefan Jovetic. Hier seht ihr einmal eine Heatmap von Stefan Jovetic, wo der sich überall aufgehalten hat. Und man sieht schön, in welche Räume sich der Stürmer fallen lässt. Genau in der Zone zwischen den VfB-Ketten holt er sich die Bälle, verteilt sie von da aus und kann dann so Angriffe einleiten, wie zum Beispiel vor dem 2-0. Er, vor allem mit dieser Heatmap, ist der Beste auf dem Platz. Verglichen mit Piontek ist das eindeutig der Spielertyp, den wir brauchen. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur Notenvergabe und dann gehen wir auch schon fast wieder in die Woche rein. So, ich würde jetzt einmal die Noten vergeben. Ich würde mal sagen, ja, bei Schwolo würde ich von 10 Punkten 7 Punkte geben, bei Peter Pekarik würde ich 6 Punkte geben, bei Boyata würde ich 5 Punkte geben, bei Jean auch nur 5 Punkte, bei Platte würde ich 6 Punkte geben, war heute relativ in Ordnung, aber immer noch, da fehlt es trotzdem noch ein bisschen was. Bei Zanti würde ich 6 Punkte geben, bei Vladi würde ich, ja, 6 Punkte auch geben, bei Marco Richter würde ich nur 5 Punkte geben, da fehlt es halt auch noch was, da war heute nicht die Dynamik dabei, die er in den letzten Spielen gezeigt hat. Bei Mission Maurida würde ich, ja, ich würde da sogar fast auch 5 Punkte geben, war jetzt auch nicht so optimal. Bei Isak kriegt 7 von mir und Jovic kriegt natürlich 9 von mir. So, schreibt gerne eure Meinung zum Spiel heute in die Kommentare. Wir werden uns dann morgen bereits schon zu einem neuen Video wiedersehen. Bis dahin, schönen Tag euch noch. Abonniert den Kanal, liked dieses Video, sollte es euch gefallen haben. Und ja, dann schauen wir mal. Am Samstag steht Arminia Bielefeld vor der Brust. Und das wird es dann natürlich auch wieder live auf meinem Kanal geben. Bis dahin, schönen Tag euch noch und tschüss.